Assalamu alaikum warahmatullah. Sicherlich hat man schon mal die Frage gehört, wenn man die Anzahl diese gewaltige Anzahl der Überlieferungen und Hadith gehört hat, wie zum Beispiel, nehmen wir den Musnad des Imam Ahmad rahimahullah als Beispiel. In ihm sollen sich ca. 40.000 Ahadith befinden. Der Musnad von Ahmad, das sind 40.000 Ahadith und das ist nicht mal ein Zehntel von dem, was die Anzahl angeht der Ahadith, wenn wir sie summieren, miteinander summieren. Und oder wenn wir lesen, was einige immer an Ahadith geschrieben haben, Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, wurde gefragt, das ist in den Tabaqat des Ibn Abi A'la erwähnt, wurde gefragt, ob jemand, der 100.000 Ahadith geschrieben hat, ob er denn unabhängig von Rechtsgelehrten Rechtsurteile aussprechen kann, ob er die Befähigkeit und die Kompetenz dazu hat. Und er sagte, nein. Und in manchen Riwayat machte er mit seiner Hand eine bestimmte Geste, die ja nie so sagen sollte, möglich, aber eher nicht. Und dann sagte die Person 200.000, 300.000 und erst bei 400.000 Ahadith sagte der Imam, bei 400.000 Ahadith ist es möglich. Also wir haben jetzt von 40.000 400.000 verzehnfacht. Und es gibt noch viel mehr. Es gibt, man sagt, so und so konnte 1 Million Ahadith, er kannte 1 Million Ahadith. Und das sind sehr, ja, wie soll ich sagen, das sind kolossale Zahlen, yani. Das scheint ja rein mathematisch gesehen schon fast unmöglich zu sein, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam so viel gesagt und getan hat, dass innerhalb von in einer Zeitspanne von ca. 20 Jahren dann über ihn tradiert wird. Und tatsächlich nehmen dies einige dann auch als Angriffspunkt und stellen da Gleichungen und mathematische Berechnungen. Sie stellen ein paar Rechnungen her und sagen dann, rein theoretisch ist das gar nicht möglich, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hätte der Rechnung nach jede Sekunde so und so viel sagen und tun müssen, damit diese Zahlen überhaupt instande kommen. Das ist ein schwerwiegendes Problem. Es ist schon fast wie dieses sogenannte Strohmann-Argument. Das Strohmann-Argument bedeutet einfach so viel, dass man einen Sachverhalt auf eine Art und Weise herstellt und darstellt, die eigentlich der eigentlich gar nicht der Meinung des Kontrahenten entspricht. Und dann beginnt man damit, dies zu widerlegen. Das heißt, ich kreiere erstmal einen Strohmann. Das heißt, eben mit dem Strohmann ist einfach gemeint eine These, die ich widerlegen will. Und ich tue dann so auch, als ob ich sie widerlegt habe. Und ich widerlege sie tatsächlich. Aber der Kontrahent, sieht die Sache gar nicht so. Und deswegen nennt man das Strohmann-Argument, weil man gegen einen scheinbaren Kontrahenten debattiert. Und das passiert hier auch. Denn die Tatsache ist, wer davon ausgeht, wenn wir sagen, 1 Million Ahadith, wer davon ausgeht, dass das tatsächlich 1 Million Aussprüche des Propheten sallallahu alaihi wasallam sind, 1 Million und noch mehr, der irrt sich da gewaltig.
diese Person hätte sich erstmal ein wenig mit den Hadith-Wissenschaften auseinandersetzen sollen, zumindest einfach nur mal in Erfahrung bringen sollen, was es denn bedeutet, wenn man im Ilmu al-Hadith, in der Ilmu al-Riwaya von einzelnen Berichten spricht. Ich möchte das mal ganz kurz und knapp hier erläutern und ein exemplarisches Beispiel dafür geben, mit wie viel Ahadithen wir denn tatsächlich so zu tun haben. Und dann muss ich noch hinzufügen, dass die Hülle und Fülle dieser Tradierungen, Überlieferungen eigentlich gar kein Grund sind für Skepsis, sondern vielmehr, sie sind im Umgekehrten und im Gegenteil ein Grund für extreme Zuversicht. Warum? Das erkläre ich euch jetzt. Und ich gebe euch dann ein Beispiel aus diesem Buch hier. Dieses Buch empfehle ich jedem, der nicht die Zeit hat, vorausgesetzt er spricht Arabisch. Jedem, oder in den Masajid kann man sowas verlesen, in den Moscheen oder in kurzen Verlesungen des Hadith. Wer nicht die Zeit und nicht die Muse hat, um die großen Hadith-Werke zu lesen. Dieses Buch heißt Ma'alim al-Sunnah al-Nabawiyya. Ma'alim al-Sunnah al-Nabawiyya. Das ist von dem Sheikh Salih Ahmed al-Shami. Und er hat darin, das sind drei Teile, dieses Buch besteht aus drei Teilen, das ist jetzt der erste Teil. Und die anderen drei Teile haben entsprechend auch ungefähr die gleiche Größe. Das heißt, es ist wirklich nicht groß, drei Teile, es ist nicht viel. Und er hat hier Ahadith aus 14 berühmten Hadith-Sammlungen zusammengestellt. Diese 14 berühmten Hadith-Sammlungen umschließen fast die Gesamtheit der Sunna. Also da entgeht einem eigentlich nichts oder fast gar nichts. Und das nur in drei Teilen. Wie hat er das hingekriegt? Das werden wir gleich sehen. Aber was ich sagen möchte, wir wissen, dass der Hadith mündlich tradiert worden ist. Und nehmen wir mal an, wir haben eine Person, wir haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat mehrere Tausende, Zehntausende Gefährten gehabt. Wenn einer von ihnen oder wenn jetzt mehrere von ihnen einen einzigen Bericht hören, sie hören alle einen einzigen Bericht vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, jeder tradiert das weiter. Damit haben wir schon mal, wir haben es hier nicht mehr mit einem Hadith zu tun, jeder einzelne Ausgang oder jede einzelne Ausgangsposition hier, jeder Sahabi stellt eine Ausgangsposition, ist ein einzelner Hadith. Das heißt, nehmen wir mal nur fiktiv jetzt an. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, man kazaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Das ist kein fiktives Beispiel, das ist ein tatsächliches Beispiel. Wer über mich absichtlich lügt, der soll seinen Sitz in Jahannam nehmen. طيب, dieser Hadith, wenn ich mich nicht irre, sagen die Ahlul Ilm, den tradieren fast 70 Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Damit haben wir schon mal 70 Tradierungswege. Und die Tradierungswege gehen ja natürlich weiter. Die Sahaba, diese 70 Sahaba geben das nochmal mehreren Leuten weiter. Nehmen wir an, jeder Sahabi gibt es nochmal zwei Leuten weiter. Dann haben wir schon mal 140 Tradierungswege. Also in der nächsten Generation. Und die geben das nochmal weiter. Und das verdoppelt und vervielfacht und verdreifacht sich. Und daraus jeder einzelne Überlieferungsweg, der jetzt neu entsteht, jeder einzelne Überlieferungsweg stellt nochmal einen eigenen Hadith dar. Jeder neue Tradierungsweg ist nochmal ein neuer Hadith. Wir setzen die Nummerierung fort, auch wenn das Ende immer das gleiche ist. Und diese Vielzahl und diese Fülle der Tradierungswege, das heißt, wenn wir das alles runterbrechen würden, wenn wir dieses verflechtete Netz, wenn wir das minimieren wollten auf das Minimum, also auf einen einzigen, oder wenn wir nur die Texte selbst zählen, zu denen wir gelangen, dann haben wir eine deutlich geringere Anzahl an Hadith. Und warum hat man das nicht einfach so gemacht?
Das ist genau der Punkt. Genau das gibt uns ja die Zuversicht. Genau das gibt uns die Überprüfungsmöglichkeiten. Durch die Vielzahl der verschiedenen Tradierungswege ist es durchaus einfach, die Fehler zu entdecken. Wenn irgendein Tradent einen Fehler gemacht hat, dann können wir durch die Vielzahl der Tradierungswege, durch den Vergleich der Tradierungswege, durch den Vergleich der Texte, das nennt man übrigens Al-I'tibar, Al-I'tibar im Ilm al-Hadith, Al-I'tibar. Dadurch können wir dann eventuelle Fehlerquellen aufdecken, und nicht nur das, die Muhaddithun sind auch in der Lage, genau aufzudecken, wer den Fehler gemacht hat und woher er kommt und wie der Fehler aussieht, welches Wort vertauscht worden ist und so weiter. Diese penible Genauigkeit ist der Vielzahl der Tradierungswegen geschuldet. Von daher, ganz im Gegenteil, die Vielzahl der Ahadith ist kein Grund für Skepsis und Anzweiflung der Sunna, außer wenn ein Idiot denkt, es handle sich hier über Abermillionen von Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Diese Person hat leider die Grundschule im Ilm al-Hadith verpasst und einige Stufen übersprungen. Und ich möchte euch kurz jetzt anhand dieses Beispiels nur zeigen, was Sheikh Ahmed al-Shami gemacht hat. Eine sehr wertvolle Aufgabe hat er übernommen gehabt. Er hat 14 Bücher des Hadith, welche als die Usul, die Grundlagen im Ilm al-Hadith gelten, er hat sie gefiltert. Und er hat sie gefiltert. Was genau damit gemeint ist, ich zeige euch kurz, aus welchen Büchern dieses Buch aus drei Teilen entstanden ist. Das ist das die Mutter von Imam Malik, der Musnad von Imam Ahmad, Al-Jami' al-Sahih von Al-Bukhari, viertens Al-Jami' al-Sahih von Muslim, fünftens die Sunan von Abu Dawud, der Jami'u al-Imam al-Tirmidhi, die Sunan von al-Nasa'i, Sunan ibn Majah. Ibn Majah wird übrigens mit einem H am Ende geschrieben und nicht mit einem Ta marbuta. Also das hat ein H afwan am Ende und nicht das geschlossene Ta. Die Sunan von al-Darimi und die Sunan al-Kubra von al-Bayhaqi, der Sahih von Ibn Khuzaymah und der Sahih von Ibn Hibban, so wird er genannt, und der Mustadrak von al-Hakim und die al-Ahadith al-Mukhtara von al-Maqdisi. Das sind die 14 Bücher, auf die er sich gestützt hat. Aus denen hat er diese Hadith in diesem Buch Ma'alim Sunnah Nabawiyyah zusammengestellt. Diese Zusammenstellung bedeutet nicht, dass er irgendwas ausgelassen hat, sodass jemandem etwas entgeht. Ich sage euch nämlich kurz, was er gemacht hat. Wenn wir diese 14 Bücher so alle betrachten und die Summe der Ahadith in jedem einzelnen Buch addieren, dann kommen wir auf ungefähr 1.200.000 und irgendwas an Überlieferungen. Also, ja, das ist eine saftige Anzahl. Und er hat erstmal Folgendes gemacht. Er hat die sogenannten Mukarrarat erstmal alle ausgestrichen. Mit dem Mukarrarat sind die Hadith-Wiederholungen gemeint. Das heißt, ein Hadith kann durchaus mehrmals wiederholt werden in verschiedenen Kapiteln eines Buches. Auch in einem einzigen Kapitel kann ein Hadith mehrmals wiederholt werden, was zum Beispiel Imam Muslim oft macht. Imam Muslim in seinem Sahih erwähnt oft einen und denselben Hadith mehrmals, da es mehrere Tradierungswege gibt, in denen es möglicherweise leichte Abweichungen, also in den Texten selbst gibt es dann leichte Wortunterschiede, und er führt sie an samt der Überlieferungskette, und da haben wir beispielsweise einen Hadith 4-5 Mal hintereinander,
Und das hat er, diese Mukarrarat hat er erstmal alle weggestrichen aus sämtlichen Büchern. Und wir kommen dann zu einer recht, ja, eine überschaubaren Zahl von circa, ich glaube, lass mich nochmal gucken, einen Blick werfen, von 8 auf 28.000, circa 28.000 Ahadith. Das heißt, wir haben fast drei Viertel schon mal, drei Viertel der ganzen Summe ist schon mal verschwunden. Und das erscheint ja auch schon viel realistischer zu sein. Nun hat er aber noch was gemacht. Er hat gesehen, dass einige Ahadith, auch wenn sie verschiedene Ahadith sind, es gibt Ahadith, die ein und dieselbe Bedeutung, ein und denselben Inhalt vermitteln, die inhaltlich keinen großen, keine großen Differenzen aufweisen. Er hat auch diese weggekürzt. Und dann sagt er in der Einführung dieses Buches, dass er auf ungefähr eine Sekunde, er ist dann auf ungefähr 3921 Ahadith gekommen. Das heißt, diese drei Bände enthalten ca. 4000 Ahadith. Und diese 4000 Ahadith, wer die kennt und gelesen hat, laut der Auffassung des Autoren, erübrigt sich für den einfachen Mensch dann die Beschäftigung mit den anderen Tradierungswegen und den Tradierungsvariationen. Diese stellen den Kern des Ganzen dar. Inhaltlich betrachtet stellen diese 4000 Hadith den Kern des Sunna dar. Alles andere sind Wiederholungen, verschiedene Variationen in den Wortlauten, etc. Wir sehen also, die Summe hält sich wirklich im Rahmen und es gibt keine Gründe, aufgrund der Anzahl der Hadith irgendwelche Vorwürfe gegen die Sunna zu erheben. Hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, assalamu alaikum.